Ein Titelkampf im Federgewicht zwischen José Aldo und Frankie the Answer Edgar. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahenten in diesem Titelkampf im Federgewicht an. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, the referee in charge, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 19 wins, 5 losses, and 1 draw. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Toms River, New Jersey, presenting the challenger, Frankie! This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion of the world, Jose! Championship up. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Touch gloves. Und da starren sie sich einfach nur an. Diese Blicke sagen wirklich alles. Die können es gar nicht mehr erwarten. You ready? So, jetzt geht es los. Was für ein Treffer, toller Kick zum Kopf. Oh, heftige Rechte. Starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Ja, sauberer Kick. Oh, was für großartige Kicks. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Der Kampf ist vorbei, das war's. Stop, stop, stop. Der K.O.-Sieg am Ende also für José Aldo. Und es war eigentlich fast schon zu erwarten, dass ihm ein solcher Kick zum Kopf den Sieg bringen würde. Denn diese Kicks hat er uns hier immer wieder gezeigt. Dagegen hat sein Gegner nie ein Mittel gefunden in diesem Fight. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 37 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC featherweight champion of the world, José Aldo. Hier ist unser alter und neuer Champion im Federgewicht.